Zwickaus Trainer Thorsten Ziegner ja vielleicht zum letzten Mal mit dem Weg zur eigenen Bank und mit dem Blick nur aufs eigene Spiel. Wenn wir noch 2 Siege einfahren, dann ist das eine klasse Saison. Wenn das Torverhältnis dann gegen uns entscheidet, dann haben wir halt Pech gehabt, so Thorsten Ziegner. Die Fans, die sagen nicht leise, die sagen heute laut Servus. Das 5 Jahre Provisorium ist zu Ende im August, der Einzug in die neue Arena. Volkan Uluc, Jenas Trainer, muss verletzungsbedingt 3-mal umbauen und einen weiteren Wechsel nimmt er einfach so vor. Stefan Schmitz, der Youngster im Tor, raus, dafür Raphael Kotscher. Und nach 11 Minuten wartet der auf den Freistoß. Der Zwickauer von Patrick Göbel und da muss er auch hin in die kurze Ecke. Toller Freistoß, herrlich über die Mauer gezirkelt und Kotscher ist schnell unten. Jena ohne Eckhardt, ohne Kristic, ohne Starke, aber mit Marcel Beer. Der schnelle Mann auf der linken Seite, der Berger große Probleme bereitet. Und Maximilian Wolfram, Unger, sicher, sieht den Ball früh, kann ihn in Ruhe aufnehmen. Der FC Carl Zeiss Jena ja lange gut dabei in dieser Saison, aber die Rückrunde war eine Katastrophe. Nur 4 Siege, deswegen jetzt nur noch auf Rang 6. Und dann ist der Ball im Tor, aber abgepfiffen von Steffen Hösel nach 20 Minuten. Klingbeil war da vorn mit dabei und drückt Wachsmuth nach unten. Vom Fuß von Zimmermann geht der Ball ins Tor, aber das Ganze zählt nicht. Thorsten Ziegner sagte vor dem Spiel, es geht ja nicht um den schönen Ball, es geht um Effektivität. Und Effektivität heißt, ein Tor muss her. Gut gemacht von Göbel. Schön hineingezogen. 2. Ball. Das ist Zimmermann und wieder ist Kotscher da. Marc-Philipp Zimmermann nimmt diesen Ball mit dem linken Fuß direkt und die rechte Pranke fährt Kotscher da noch raus. Gute halbe Stunde gespielt. Jena ist hier gut dabei. Aggressiv. Mergel, schöner Doppelpass. Mergel ist durch, Berger ist dabei. Und da ist der Pfiff zum Elfmeter. Entsetzen bei den Zwickauern. Und die gelbe Karte für Robert Berger obendrauf von Steffen Hösel. Wir schauen noch mal hin und sehen, dass Mergel einfach nur fällt und der Schiri drauf reinfällt. Kniefall von Zwickau-Ebersbach von Mergel, sei es drum, es gibt Elfmeter. René Klingbeil, ein Tor hat er geschossen, einen Elfmeter verwandelt im Dezember in Halberstadt. Und jetzt schaufelt er den Ball über die Latte. Die Riesenchance zur Führung für den FC Carl Zeiss Jena. Dahin, der Kapitän vergibt die Chance so leichtfertig. Die Zwickauer Fans heute zum 77. Punktspiel in der Raumkapsel feiern und zelebrieren. Das letzte Mal hier über 90 Minuten. Zimmermann, wir sehen es schon, der Wind böig, der Ball nun manchmal schwer zu kontrollieren. Gerlach dazwischen, unübersichtliche Situationen da. Niedfeld hinüber auf Michael Schlicht. Philipp Zimmermann, der Ball ist, ja, der ist drin. Das ist das 1:0 für Zwickau. Der Ball springt von der Lattenunterkante nach unten und dann wieder raus. Aber sofort angezeigt, dass der Pass, das 15. Saisontor von Marc-Philipp Zimmermann. Hier nur schwer zu erkennen. Aber in der Einstellung von hinten sehr gut zu erkennen. Das 1:0 nach 39 Minuten, ein korrekter Treffer, der Ball komplett hinter der Torlinie. Und schauen Sie mal da hinten, der Schiedsrichterassistent Felix Benjamin Schwärmer hebt sofort die Fahne, sagt ja, der war drin, gut positioniert, gut gesehen. Und Thorsten Ziegner durchatmen. Erster wichtiger Schritt ist geschafft. Sekunden vor der Halbzeit, nochmal Zwickau. Da geht's wild zu im Fünfer. Robert Paul und wieder Kotscher. Also Raphael Kotscher mit großartiger Leistung bislang hier in dieser ersten Halbzeit. Hätten durchaus 1-2 Tore mehr sogar für Zwickau sein können. Dann Kotscher und Hösel sagt zum Schiri, ja, ich hab's gesehen, der war drin, geht schon in Ordnung.
Hertha. Zweite Hälfte, Jena jetzt von links nach rechts. Mit Mergim Vojvoda, dem Albaner, dem 21-Jährigen. 20 Meter, das war ein guter Schuss. Wartet ja noch auf seinen ersten Treffer im Trikot des FC Carl Zeiss. Jena ist nach wie vor dran. Auch wenn es für sie um nichts mehr geht. Maximilian Schlegel wird da bedrängt von dreien und verliert dann den Ball an Davy Frick. Der tief aus der anderen Hälfte, verfolgt von Maximilian Wolfram, der ihn nicht stoppen kann. Frick legt hinüber von der Brust. Von Niepfeld ist es wieder Zimmermann und Kotschow mit Riesentat. Dann abseits, Spiel unterbrochen, aber das schauen wir uns nochmal an. Wieder war es Marc-Philipp Zimmermann, der hier blitzschnell reagiert. Und stark von Kutsche. Gute Stunde gespielt. Beim FC Carl Zeiss Bedi Buval inzwischen eingewechselt. Da mit der Nummer 12. Der lauert, der wartet, der trifft den Ball. Und Unger. Marjan Unger hält die Führung fest. Unger ja einer von insgesamt 6 Zwickauern, die auch schon mal für Jena gekickt haben. Bedi Buval noch ohne Tor. Der Fußballreisende in Frankreich, England, Dänemark, Griechenland, Polen, Portugal, Türkei und Albanien hat das schon gespielt. Jetzt ist es das Paradies in Thüringen. Zimmermann gegen Gerlach. Gerlach, Hände dran, Hände lieber weg, sonst gibt es hier Elfmeter. Und dann der Hackentrickversuch von Jonas Niedfeld. Wieder ist Kotscher da im Verbund mit Eismann. Da ist Sören Eismann. 20 Minuten noch. Wachsmut heute für den gesperrten Sebastian May. Macht er gut in der Dreierkette. Ball ist vorn bei Niedfeld. Und wieder Kotscher. Halbes Dutzend super guter Paraden vom Schlussmann des FC Carl Zeiss. 2 Minuten vor dem Ende, Jena dann nur noch zu 10. Gelb-Rot für Niklas Erlbeck. Nach dem Foul am zuvor eingewechselten Moritz Schröter geht absolut in Ordnung. Die letzte Minute läuft. Der anschließende Freistoß, getreten von Patrick Göbel. Niedfeld, so oft hat er es versucht. Jetzt trifft er hier so spektakulär zum 2:0. Herrlicher Flugkopfball von Jonas Niedfeld. Und der passt aber sowas von genau da hinten im langen Eck. Zwickau gewinnt mit 2:0 durch 2 herrliche Kopfballtore. Aber das war heute hier alles andere als ein lockeres Schaulaufen. Das waren harte 3 erkämpfte Punkte. Das merkt man auch, dass die Jungs nicht nur körperlich nach einer extrem langen Saison, auch mental jetzt so ein bisschen auf dem letzten Riemen pfeifen. Aber die stellen sich immer wieder diesen Aufgaben und haben sich dann am Ende heute in das Spiel reingefightet, haben am Ende sehr diszipliniert dann in der zweiten Halbzeit Fußball gespielt. Und das spricht für eine große Moral und für eine große Qualität. Kann ja nichts schief gehen, oder? Ich glaube fest dran, dass nichts schief geht. Fester Blick und große Zuversicht beim Trainer. Kommenden Samstag in Schönberg hat Zwickau jetzt die besseren Karten für sich nach dem 2:0-Sieg beim letzten Heimpunktspiel im alten Stadion.